Auch die Zahl unserer Unterseeboote wächst von Monat zu Monat in ständig steigendem Rhythmus. Hier entstehen Dieselmotore, die Triebwerke unserer Unterseeboote für die Überwasserfahrt. Auf einer der zahlreichen Hellingen, hier liegt Boot neben Boot. Ein Turm wird aufgesetzt. Fertig zum Stapellauf. Unserer Kriegsmarine gegen Großbritannien und die USA wird immer stärker und stärker. Das ist die Antwort des Führers auf die prahlerische Behauptung Churchills vom Ende der deutschen Unterseebootgefahr. Wie schwer unsere Unterseeboote den Feind täglich treffen, beweisen die vielen Sondermeldungen über immer neue Versenkungsziffern.